Wir sind im Stand der Hengstation Held und haben uns Besuch geholt, nämlich international erfolgreichen Reiter Holger Hetzel, Nationenpreisreiter, Ausbilder, Turnierveranstalter, zu Hause in Bock Landestrainer für das Rheinland und außerdem Auktionsveranstalter. Ich glaube, die 21. Auflage Ende November, ne? 19. Die 19. Auflage Ende November. Wenn jemand also weiß, welche Art Pferd der Markt verlangt, dann ist das Holger Hetzel. Das ist das Wunschpferd aus der Sicht eines Auktionsveranstalters, aber auch eines Menschen, der international viele Kunden hat, die ja unterschiedliche Bedürfnisse haben. Genau, du sagst das richtig. Unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Pferde braucht man dafür. Wenn ich ein Pferd selber auswähle, dann wähle ich das immer unter dem Aspekt meines sogenannten Schubladenprinzips aus. Ich habe ein Schubladenprinzip. Es gibt eine Schublade Freizeitreiter, Schublade Sportreiter, Juniorenreiter, Hunter, Equitation, Spitzensport. Und dann, wenn ich ein Pferd beurteile und ein Pferd suche, dann suche ich ein Pferd danach aus, in welche Schublade es passt. So, ein Pferd, was in eine Schublade Spitzensport passt, muss nicht in eine Schublade Amateursport passen. Ja. Und das ist, ich habe mich auch früher immer da schwer mitgetan, aber seitdem ich für mich selber diese Einteilung gefunden habe, war eine Auswahl für mich immer sehr einfach. Welche Rolle spielt, und ich frage das, weil wir sind ja beim Anstand der Hengstation Hell, welche Rolle spielt das für die Auswahl der Hengste bzw. der Züchtung? Also in diesem Fall ist es so, und ich weiß, das ist bei vielen anderen Stationen, bei den Verbänden auch so, das Thema Rittigkeit. Ja, also es gibt ja, du sagst das richtig, es gibt ja, auch nochmal um auf meinen Schubladen zurückzukommen, ja. In diesen Schubladen gibt es trotzdem Gemeinsamkeiten, die alle Pferde danach haben. Und das ist, glaube ich, Gemeinsamkeiten ist, glaube ich, der Leitfaden für die Züchter und für die Hengsthalter, darauf einzugehen. Und für mich ist wichtig, wenn ich ein Pferd sehe, als allererstes, ich begegne einem Pferd, ja. Wie fängt er mich? Wie fängt er mich emotional ein? Dann sage ich erstmal das Aussehen, der Typ. Ja. Also er muss einen angucken. Er muss einen angucken, das muss ein Typ sein. So, das ist sicherlich eine Geschmackssache, aber das muss ein Typ sein, harmonisch, gut konstruiert. Dann ist wichtig für mich der Charakter. Wahnsinnig ganz wichtig. Ganz wichtig, Charaktereigenschaften. Dann eben halt, der nächste Punkt ist Rittigkeit. Und Rittigkeit braucht der Freizeitreiter, der Juniorenreiter, der Amateurreiter braucht Rittigkeit und der Spitzenreiter braucht auch Rittigkeit. Also das sind schon mal Sachen, die jedes Pferd in jeder Schublade braucht. Das ist also das Schubladensystem aller Hetzel, dann haben wir jetzt Betriebsgeheimnisse verraten. Mhm. Wir haben ja erlebt, wir können das auch immer sehen, wie sehr sich die Zucht im Laufe der letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat. Wenn wir jetzt hier auf die Bundeschampionate blicken, dann sehen wir auch jedes Jahr, wir sehen 5-Jährige, 6-Jährige, wir sehen natürlich auch die Reitpferdeprüfung, da fängt es ja schon mit an, wir sehen die Springpferde, 7-Jährig inzwischen. Geht das in die richtige Richtung? Also hat Holger Hetzel den Eindruck, das, was hier abgefragt wird und wo die Prüfungen gehandhabt werden, das ist der richtige Weg oder gibt es da immer noch Prüfungen? Also grundsätzlich mal im Gesamtpaket ist das schon die richtige Runde. Ich bin nur, wenn du mich darauf ansprichst, ob der Modus hier gut ist, dann habe ich da so meine Bedenken, weil da sind wir nicht mehr modern, da sind wir nicht mehr der Modus ist nicht modern. In meinen Augen ist der Modus nicht modern, weil ich habe es ja selber bei meinem Turnier anders gemacht und habe ja auch meine Erfahrungen damit gesammelt, aber ich bin der Meinung, die Qualifikationen, die im Jahr über stattfinden, ja. 8,0 und besser. Und ich absolut, weil da wird genau alles das abgefragt, was wir vorhin besprochen haben. Reitqualität, Springen wird abgefragt,
wie gut, wie schlecht, mag dahingestellt sein. Charakter wird abgefragt. Das muss ein Pferd, ordentlich ein junges Pferd. Wenn der durch die Gegend springt, dann kriegt er keine 8,0. Und wenn der nicht richtig ist, kriegt er keine 8,0. Und wenn er ordentlich springt, kriegt er dann 8,0. Das finde ich gut, was auch, da jetzt mal, was die Ausbildung angeht. Dann sind die Reiter gefordert und müssen Pferde ausbilden. Die Ritter müssen auf ihre Rittigkeit achten. Nur, ich bin der Meinung, wenn man da diese Qualifikation geschafft hat, am Ende des Jahres, und man geht zum Bundeschampionat, dann bin ich der Meinung, dass man die Not weg ist. Also da kommt es auch noch dazu, dass man immer noch die grundsätzlichen Pferde hinsichtlich Schnelligkeit, Einzeilen, Technik. Ja. Kann ich etwas absagen, was man hier Da kann ich dann mehr abfragen. Genau, da kann ich mir abfragen, was ich später für meinen Sport brauche. Das ist einmal für die Sache. Meine Idee, wenn es so stattfinden würde, würde sicherlich auch dazu führen, dass man bei einem Bundeschampionat mehr Pferde in der Stadt hätte. Weil. Geht das übrigens für jede Altersklasse? Ja, finde ich wohl. Also für die mir ist es so, viel Zeit heißt halt, das ja mit den Noten weg, aber bei den 5- und 6-Jährigen finde ich, wäre es schon schöner, wenn einfach mehr Pferde da wären. Die dann einfach nachher hier auf Null springen. Ich sage immer, ein Pferd, was hier Null springt, muss auch irgendwo ein gutes Pferd am Ende sein. Und wer zweimal Null springt, dann muss er ein gutes Pferd sein. Und wenn das Finale auch nochmal Null springt, dann muss es ein gutes Pferd sein. Auch wenn der keine Top-Note bekommt, aber ein gutes Pferd. Und wenn man heute, und ich komme da drauf, ich habe mich da sehr miteinander gesetzt mit dem Thema, wenn man heute Pferde anschaut, verfolgt die mal rückwärts, haben die auch Bundeschampionat eine 8,5 gehabt oder 8,8 oder 9,5. Da waren auch welche bei, die haben vielleicht nur 7,0 gehabt. Aber sie sind trotzdem gute Pferde gut hingekommen. Gute Pferde geworden, weil die Ausrichtung des Sprechens weitergegangen ist. Mit anderen Worten heißt das ja auch für den Pferd. In der Zukunft oder zu Hause bei der Parance, man kann sich nicht an der, allein an der Luft, das macht doch jeden Fall finde ich unbedingt, ist unheimlich wichtig. Ich habe die Erfahrung bei mir selber gemacht, deshalb weiß ich, wovon ich rede. Bei meinem jungen Pferdeturnier haben wir ein anderes System. Wir machen 0 und 0 und 2 mal 0 kommen ins Finale oder 0 und 4 kommen ins Finale. Und man sieht viele Pferde und es ist völlig rein, also nicht so reiterabhängig. Auch reiterabhängig, sicherlich kann ein guter Reiter auch ein Pferd mehr rausreiten, aber man hätte das Gefühl, ich glaube, viel mehr Leute werden auch motiviert zum Bundeschampionat, weil ich kann dir heute ja sagen, ohne schlau zu sein, ich nenne dir 5 Reiter, die das Bundeschampionat ausmachen. Oder 5 Stelle. Ich will das gar nicht beschreiben. Und das, so empfinden das ja andere Reiter auch. Wir sind ja hier nur hier für die Veranstaltung. Wenn ich aber weiß, ob ich Gissi Müller heiße oder Spitzenreiter bin, wenn ich zweimal nur reite, bin ich nicht